Wie einfach ist es, eine Wurst zu faken? Mit ganz wenig Fleisch, viel Wasser, Schlachtabfällen und einigen weiteren zwielichtigen Zusatzstoffen. Und können wir dann diese Fake-Wurst auch noch mit einem Gütesiegel auszeichnen lassen? Wir haben wirklich, wenn ich dieses Wort verwenden darf, Scheiße genommen. Das war ja keine Wurst. Wir machen das Experiment. Mit eigener Marke, einer eigenen gepanschten Wurst und unserem eigenen echten Metzger. Das alles, um der Frage nachzugehen, wie viel Abfall ist in der Wurst, die wir kaufen? Einige Monate zuvor, ein Informant schickt uns Bilder. Sie sollen Fleischabfälle zeigen, aus denen Mittel hergestellt werden, die dann in die industrielle Wurst kommen. Und der Verbraucher solle davon nichts erfahren. Wir wollen herausfinden, ob das stimmt. Unser erster Schritt? Wir gründen eine Scheinfirma. Mit eigenem Büro und eigener Homepage. Wir nennen uns InnoMeat. Unser Slogan? Taste the Future. Unsere Wurst? Reinsberger. Dann schauen wir uns nach Geschäftspartnern und Zulieferern um. Die Firma Sonac gilt in der Branche als gute Adresse, wenn es darum geht, Schlachtabfälle zu nutzen. Sonac wirbt auf seiner Seite mit Bildern von gutem Essen und glücklichen Tieren und preist sich selbst als weltweit führendes Unternehmen bei der Wertschöpfung aus Nebenprodukten. Wir fragen uns, was genau das eigentlich sein soll, diese Nebenprodukte, und laden einen Vertreter der Firma in unser angebliches Büro ein. Der Vertreter kommt ziemlich schnell zum Punkt. Wir sind ein Entsorger. Wir holen beim Schlachthof alles ab, was nicht verarbeitet werden kann. Wir verarbeiten 100%. Nichts landet bei uns in der Mülltonne. Wir machen quasi aus Scheiße Gold. Das ist ein Geschäft, mit dem macht man immer Geld. Wie sieht das denn konkret aus? Zum Beispiel werden Knochen zerkleinert und enzymatisch aufgekocht, bis der Knochen sich auflöst. Aus den Bestandteilen zieht man dann funktionelle Eiweiß heraus. Damit kriegen sie mehr Wasser in die Wurst. Aus Scheiße Gold machen. Dafür empfiehlt der Vertreter ein Produkt besonders. Globust. Ein funktionelles Eiweiß. Es kaschiert den hohen Wasseranteil in der Wurst. Kontrolleure sollen ihn nicht bemerken können. Und Globust selbst ist quasi nicht nachweisbar. Fliegt das bei der Lebensmittelkontrolle nicht auf? Klar, wenn ich weiß, wonach ich suchen will oder suchen muss, dann finde ich jedes Eiweiß. Aber der Aufwand, den ich betreiben muss, um Globust zu entdecken, der ist deutlich höher. Das kann man einfach als natürliches Aroma kennzeichnen. Wir wissen jetzt, womit wir unsere Wurst strecken können. Aber vor allem brauchen wir jemanden, der uns hilft, eine Wurst herzustellen. Und das ist er. Franz Josef Voll. Metzger und ehemaliger Lebensmittelkontrolleur. Er weiß auch, was Zusatzstoffe wie Globust so attraktiv macht. Die einen sagen, Wasser ist Leben, die anderen sagen, Wasser ist Kohle. Es geht um Geld, es geht nur um Geld. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir packen in unsere kleine Charge 3 Liter Wasser, da sagt der Verbraucher draußen, das ist ja ein Scherz. Ja, aber wenn ich 100 Tonnen am Tag mache und packe dann 40 Tonnen Wasser da rein, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da gespart und verdient wird. Das ist unfassbar. Der Verbraucher kauft im Grunde genommen schnittfestes Wasser. Mit unserem Metzger vereinbaren wir, Globust als Zusatzmittel unserer Wurst beizumischen. Zu Demonstrationszwecken. Wir bestellen bei Sonac. Und bis unser Paket ankommt, stehen wir weiter mit der Firma Sonac in Kontakt. Die laden uns sogar zu einem Sonac-Seminar ein. Wir geben uns als Neuling am Markt aus, der alles ganz genau wissen will. Der Trick funktioniert. Wir dürfen mit unserem iPad filmen und bekommen exklusive Einblicke. Zuerst geht es darum, Wasser ins Frischfleisch einzuspritzen. Gepanscht wird mit Protein. Mit dem eingespritzten Proteinwasser ist das Fleisch jetzt 15-20% schwerer. Das sind unsere Produkte. Die Proteine sind aus Kollagen und die sind aus Plasma. Testet mal die Wasserbindungseigenschaften. Da geht es um Ausbeute. Also, dass ich keine Abschnitte und Fleischverluste produziere, sondern zu 100% meine Rohware benutzen kann. Dann wird alles vermengt und in eine Hülle gepresst. Am nächsten Tag wird das Ergebnis präsentiert. Die zusammengeklebten Reste halten dem Wackeltest stand. Und Sonac? Auf Nachfrage erklärt der Hersteller, seine Produkte seien sicher und von hoher Qualität. Außerdem müssten die Fleischproduzenten ihre Ware korrekt deklarieren. Nach dem Sonac-Seminar schauen wir uns jetzt nach der eigentlichen Hauptzutat um, Fleisch.
Wir besuchen eine Lebensmittelmesse und geben uns als junges Unternehmen aus. Wir stoßen auf den Stand der Firma C&P. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Zusatzstoffe. Wir fragen nach, wie wir an möglichst billige Fleischprodukte kommen. Ich würde sagen, die Firma Tönnies kontaktieren. Von dem kriegt ihr alles. Der macht auch Separatorenfleisch. Separatorenfleisch klingt eigenartig. Und ist es auch. Eigentlich ist es gar kein Fleisch. Es wird aus Schlachtabfällen hergestellt. In einem Separator werden die Knochen regelrecht ausgedrückt. Es entsteht ein Brei, der laut Gesetz nicht mehr Fleisch genannt werden darf und gesondert deklariert werden muss, auch wegen möglicher Gesundheitsgefahren. Trotzdem sind erhebliche Mengen Separatorenfleisch im Umlauf. Die zuletzt verfügbaren Zahlen von 2011 stammen von der EU-Kommission. 130.000 Tonnen Separatorenfleisch. Fast die Hälfte wurde exportiert. Der Rest, mindestens 68.000 Tonnen, wurde in Deutschland weiterverarbeitet. Gerne wären wir der Spur des Separatorenfleisches gefolgt. Doch von den Firmen ist nichts zu erfahren, wo genau das Separatorenfleisch drinsteckt. Ja, wir haben wirklich überall nachgefragt. Wir haben die zuständigen Behörden gefragt, die zuständigen Ministerien. Wir haben die Systemgastronomie gefragt. Wir haben die Separatorenfleisch produzierenden Betriebe gefragt. Wir haben wirklich überall nachgeforscht, wo bleibt denn dieses Separatorenfleisch? Und alle haben angegeben, dies nicht zu verwenden. Und eben die Behörden haben auch gesagt, sie wüssten nichts darüber, wo dieses Separatorenfleisch letztlich verarbeitet wird. Zurück auf der Fleischmesse. Wir fragen nach Separatorenfleisch. Macht es Sinn, mit Separatorenfleisch zu arbeiten? Das Wort Separatorenfleisch vergessen Sie mal ganz schnell. Das heißt in Deutschland 3 mm Fleisch. Das macht eigentlich jeder große Verarbeiter, dass er das reinmacht. Man muss es nicht aufs Etikett schreiben? Nee. Ich habe noch bei keinem Großen gesehen, dass da irgendwas hinten drauf steht. Kann Separatorenfleisch einfach umdeklariert werden? Wir fragen offiziell nach bei C&P. Die Firma antwortet, schriftlich. Sie rät von Separatorenfleisch ab und teilt uns mit. Ob es sich bei sogenannten 3 mm Fleisch um Separatorenfleisch handelt, muss der Produzent im Einzelfall bewerten. Und Tönnies? Der Konzern ist der wohl größte Produzent von Schweineseparatorenfleisch in Deutschland und stellt auf unsere Nachfrage hin klar, Separatorenfleisch müsse zwingend gekennzeichnet werden und sei außerdem eine gute Sache. Wir sehen es als unsere Pflicht an, Fleisch, das von einem Nutztier stammt, auch bestmöglich zu verwenden. Zurück in unserer Fake-Firmenzentrale. Endlich kommt ein Paket der Firma Sonac an. Darin verschiedene funktionelle Proteine und Glowboost. Das Pulver, das uns angepriesen wurde, um Wasser zu kaschieren. Mit dem Paket fahren wir zu unserem gelernten Metzgermeister und ehemaligen Lebensmittelkontrolleur Voll. Also für unsere heutige Wurstproduktion haben wir vorbereitet Separatorenfleisch vom Geflügel. Das heißt also, das ist so der letzte Rest. Der Abfall im Grunde genommen, der noch verwertet werden kann. Franz Josef Voll kritisiert seit Jahren die industrielle Produktion von Wurst und Fleisch. Für uns macht er eine Wurst. Mit Separatorenfleisch und Eiweißpulver. Hauptsache billig. Dann haben wir hier das Geflügelfleisch. Das ist eine normale Hähnchenbrust. Fest. Wir sehen auch, ne, wenn das schmilzt, da geht nichts ab. Im Verhältnis zum Separatorenfleisch, hier, das wird kittig, da geht nicht ab. So sollte das eigentlich für die Wurst sein. Voll sagt, kein ordentlicher Metzgermeister würde mit dem Fleischbrei, dem billigen Separatorenfleisch, arbeiten. Und dann gibt Voll auch noch unser Sonac-Eiweißpulver in die Wurst. Ich habe mit diesem Pulver noch nie gearbeitet. Es fühlt sich auf den Händen seltsam an. Also wenn ich früher ein Auto repariert habe und hatte Altöl an den Fingern, war das Empfinden gleich. Man sieht auch, wie die Haut glänzt. Aber vom Gefühl her muss ich sagen, so hat sich Wurstmasse bei mir noch nie angefühlt. Metzgermeister Voll weiß, was solche Pulver so attraktiv macht. Davon haben die Fleischer 100.000 Jahre geträumt. Ich schütte Wasser rein, so viel wie ich will. Und das Amt findet es nicht. Das heißt also, wenn dieses Pulver im Gaschromatographen verbrennt, sagt es, ich bin Fleisch, obwohl es gar kein Fleisch ist. Voll bereitet den Fleischbrei zu und macht Wurst daraus. Widerwillig. Ich mache das hier zur Demonstration. Es ekelt mich an, sowas zu machen. Unsere gepanschte Wurst muss jetzt nur noch in heißem Wasser gebrüht werden. Die fertige Wurst wollen wir zur Qualitätsprüfung einreichen. Für das Gütesiegel der Deutschen Lebensmittelgesellschaft, kurz DLG. Sicherheit für den Verbraucher will dieses DLG-Siegel bieten.
Die DLG erklärt in ihrem Werbevideo: Die DLG-Auszeichnung hat eine hohe Bedeutung im Markt. Verbraucher kennen dieses Zeichen. Es ist ein verlässliches Zeichen für die Qualität von Lebensmitteln. DLG-Siegel nur für Wurst von besonders hoher Qualität? Das werden wir testen. Wir verpacken unsere Wurst. Sie besteht fast zur Hälfte aus Separatorenfleisch und fast einem Drittel aus Wasser. Fleisch ist nur ganz wenig drin. Wird das bei den strengen DLG-Labortests nicht auffliegen? Es findet ja keiner, was wir machen. Separatorenfleisch ist analytisch sowieso nicht nachweisbar. Wir schicken unsere Wurst an die DLG und warten gespannt auf das Ergebnis. Nach einigen Wochen Post für unsere Scheinfirma. Die DLG beglückwünscht uns zu unserem Erfolg bei der internationalen DLG-Qualitätsprüfung Schinken und Wurst 2018. Für unsere gepanschte Wurst gibt es eine Prämierung, der silberne DLG-Preis. Eine Auszeichnung für eine Wurst, die nur zu 18% aus Fleisch und Speck besteht und deren Zutaten uns gerade mal 59 Cent pro Kilo gekostet haben. Im Supermarkt ließe sich die Wurst für mehr als 7 Euro verkaufen. Ich finde da gar keine Worte für. Eigentlich entsetzt mich das so ein bisschen. Wir haben wirklich, wenn ich dieses Wort verwenden darf, Scheiße genommen. Das war ja keine Wurst. Das hat ja mein Ehrgefühl berührt, so eine Wurst herzustellen. Und wenn wir dann trotzdem in der Lage sind, mit diesen ganzen Hilfsstoffen dafür eine Medaille zu bekommen, dann ist das traurig. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Handwerker. Zum Ende unseres Fake-Wurst-Experiments schauen wir mit der prämierten Wurst bei der DLG in Frankfurt vorbei. Die DLG wird unter anderem von den großen Unternehmen der Lebensmittelindustrie getragen und möchte kein Interview geben. Schriftlich erklärt die DLG: Wenn gegen die DLG-Prüfbestimmungen verstoßen wird, führt dieser Befund zum Prüfungsausschluss und zur Aberkennung einer DLG-Prämierung. Entdeckt hatte die DLG die Panscherei nicht. Sie hat sich auf die Herstellerangaben verlassen. Und so konnten wir mit unserer Scheinfirma eine Fake-Wurst herstellen. Mit ganz wenig Fleisch und ganz viel Zusatzstoffen. Eine Wurst so billig wie häufig im Discounter. Was denkt ihr? Sind Wurst und Fleisch einfach zu billig? Schreibt es uns in die Kommentare.